Wir haben Logard beim letzten Mal besiegt und somit auch das erste Sternjuwel geschnappt. Kupios Vater Kupador fand ihn in Logards Bau. Frag mich nicht. Was ist ja lustig, man kann die antücken und dann drehen die sich. Macht halb so viel Spaß wie in Pokémon Gen 4, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir zurückgehen zu Rohlingen, denn wir wollen zurück zum Tor, um herauszufinden, wo der zweite Stern sich befindet. Aber Kupi will mit uns reden. Mario, ein Sternjuwel haben wir ja gefunden, aber Prinzessin Peach leider immer noch nicht gefunden. Wo ist sie eigentlich? Ich hoffe, dass sie nicht zugestoßen ist und so. Was passiert da? Ich glaube, ich war gerade angerufen. Hört ihr das? Was ist los? Was ist los? Ja, ist sie nicht gut? Ich mag den Klingelton. Auf so einem Game Boy Advance SP. Geil. Mario, ich hoffe, diese Mail erreicht dich auch wirklich. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich ihr Versteck befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mit Hilfe dieser Karte wollen sie sich anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Vielleicht wissen sie schon, was du die Karte hast. Pass also gut auf dich auf. Um mich mach dir keine Sorgen. Peach. Ist das einfach eine Mail von Peach? Also geht es Peach gut? Uff. Mhm. Aber die Entführer der Prinzessin sind auch hinter den Sternjuwelen her, oder? Wir sollten nach Rohlingen gehen und uns von dort aus auf die Suche nach dem nächsten Sternjuwel machen. Das klingt gut. Ich weiß übrigens nicht, ob das ein GBASP sein soll oder ein DS. Ich glaube aber eher ein GBASP. Weil ein DS ist schon ein bisschen bulkiger. Deshalb habe ich das jetzt so gesagt, aber ich will nicht gegen die Noobies kämpfen. Ich weiß nicht, ob die einen überhaupt noch XP geben ab diesem Zeitpunkt. Deshalb ignorieren wir sie einfach komplett und sind wieder zurück in Rohlingen. In ganz schneller Windeseile. Gar kein Problem. Denn hier ist die Röhre. Komm ich wieder rein? Komm, spiel jetzt. So, mit unserer neuen... Na toll. Mit unserer neuen Fähigkeit, dass wir uns flach machen können. Ja, aber damit nicht springen können natürlich. Werden wir bestimmt neue Secrets und Wege finden. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, sorry, unser Fluch ist ein Fluch. Angeblich. Wie können wir irgendwie nicht interagieren? Das ist wahrscheinlich auch irgendein späterer Fluch. Gehe ich mal von aus. Stimmt, warte mal. Jetzt können wir hier durch das Gitter durch. Blüpp. Und dann diese mysteriöse Röhre hinein. Oh, wir sind im Hintergrund. Oh, lol. Aber ohne Kupio. Ganz allein. Yahoo, wow, yippie, yippie. Und kommen in ein mysteriöses Gebäude. Melly, bist du es? Hallo, du. Geht's dir gut? Traurig oder frohgemut? Süße Melly kann man mich nennen. Keine hübschere man kennt. Oh ja. Großen Zauber ich vermag. Aber nichts umsonst ich sag. Das Glück war heute sehr. Hat dich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann. Doch keiner weiß ob oder wann. Nun willst du es wagen und hören, was die Karten sagen. Uns allen ist begrenzt die Zeit. Bist du für einen Zauber bereit? Ja. Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Oh ja. 50 Münzen für den Spezialspruch. So denn, wir sind bereit. Und jetzt ist es soweit. Keine Karten mehr. Diesmal der Gamewürfel. Der Mario verzaubert. Ich bin mir sicher vor meiner Macht. Nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen. Vom Anblick meines Zaubers erbleichen. Also bis später, dann wir sehen uns wieder irgendwann. Also, ihr neues Redesign? Ich bin ganz ehrlich. Top. Willkommen im unterirdischen Zauberladen. Meine magischen Kräfte sind überragend. Doch wie du sie sehen, musst du auf die andere Seite des Tisches gehen. Bitte. Betrug.
Nee, was das hier macht, ist genauso wie im ersten Teil. Und zwar, dass wir random, also wirklich zufällig, irgendwann im Kampf einen Zauber bekommen. Zum Beispiel kriegen wir doppelte Erfahrungspunkte oder doppelte Stärke für eine Runde oder doppelte Verteidigung. Und das lohnt sich. Glaubt mir, ihr wollt immer das Teuerste, das lohnt sich. Weil wenn ihr nicht das Teuerste holt, dann müsst ihr immer warten. Bis, was heißt warten? Wenn ihr nicht das Teuerste holt, dann geht das ganz schnell wieder weg. Beim Minispruch für einen 5er oder 10er oder so, dann habt ihr nur so 15 oder so Sprüche oder so, das war's. Ich glaube 5 Sprüche oder so sind das. Jedenfalls, sehr, sehr wenig. Da lohnt es sich schon tief in die Tasche zu greifen. Ja, okay, es macht Sinn, vom Preislichen her, den billigen Zauber zu holen. Aber ich weiß, ihr seid genauso faul wie ich, ihr wollt nicht ständig wieder zurückgehen. Warum ist die Wand hier eigentlich abgerissen? Jedenfalls, ihr wollt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit wieder zurückgehen zu ihr und den erneuern. Deshalb lohnt es sich schon, in die Tasche zu greifen, finde ich zumindest. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bin ich hier richtig? Oder war das hier nur für einen Fluch? Nee, ich meine, hier wären wir richtig. Oh Gott, nicht das schon wieder. Oh mein Gott, ich habe es aber viel besser drauf als... als vor ein paar Folgen. kann man so stehen lassen, glaube ich. Doch, hier ist richtig. Perfekt. Ich war mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn man am Anfang bei Rohlingen in die Röhre geht und dann nach links... Ich glaube, da kommt man nur zu irgendeinem Sternsplitterhaus. Also nichts super Wichtiges auf jeden Fall. Okay, was aber wichtig ist, ist die Karte hier jetzt hochzuheben. Dann mal... na dann, Mario, dann halt doch mal das Sternjuwel hoch. So, ja, das können wir auch erstmal machen. Muss das nicht in das Tor rein? Oder sollen wir es erstmal noch behalten? Vielleicht findet sonst jemand das Tor und stehlt sich die Juwele. Oder es bleibt einfach hier. Es chillt hier in dieser magischen Zone, die nur hier einen Held mit reinen Herzens öffnen kann. Also kommt Bowser hier niemals ran. Hat sich gereinigt. Mit neuem Anstrich wissen wir nun, wo es weitergeht. Und zwar über uns. In einem Tal in den Sternen. Mit weißen Bäumen und einem Haus. Das ist das grüne Juwel zu Haus. Auf der magischen Karte wurde nun die Lage eines weiteren Sternjuwels eingetragen. Schade nur, Mario, da steht, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Aber ich kann das nicht entziffern. Kannst du keine Karten lesen? Nee. Wir sollen Professor Gumball um seinen Rat bitten. Ich habe das Gefühl, der Text sollte eigentlich von Gumbrina kommen, aber okay. Dann machen wir das. Und Gott sei Dank werde ich teleportiert. So, ich verstehe. Und wo finden wir nun das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Dort befindet sich in dem Inneren eines großen Baumes das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen hier leben. Okay. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Stimmt, da war auch dieses eine Wesen, das haben wir schon mal gesehen. Übrigens, Herr Professor, wegen der Prinzessin, ne? Mario hat vorhin eine Mail von Peach erhalten. Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach den Sternjuwelen suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen? Was haben die nur vor? Leider weiß ich noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann sollten wir also in den Wunderwald gehen, das nächste Sternjuwel suchen. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, euch im Tauthaus auszurühren, wenn eure Kräfte nachlassen. Und vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. Tu das. Und wir tun auch das, was wir tun sollen. Luigi! Bro! Ah, Mario! Unglaublich, dass wir uns hier treffen, oder? Ich? Was ich so mache? Also, du musst wissen, ich bin auf der Suche nach Prinzessin Eclair. Diese Prinzessin des Biscuit-Königreichs. Und ich muss sie retten. Sie wurde nämlich entführt, und zwar von einem finsteren Gumba-König.
Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Minister des Mistkind-Königreichs. Ein sehr kultivierter Herr. Sein Name ist Toadsworth. Soll ich dir davon erzählen? Das ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Ein wichtiger Brief. Okay, erzähl mal. Also gut, das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach gekommen war, bist du ja sofort abgereist und ich machte gerade das Essen fertig. Da kam noch ein Brief an. Ein interessanter Brief. Kurz gesagt, es stand darin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toadsworth und ich habe eine Bitte. Ich schreibe euch aus dem Mistkind-Königreich und hier gibt es ein Problem. Oh, Mario ist müde. Vor einigen Tagen... Wow, die schlafen jetzt einfach. Vor einigen Tagen hat der Goomba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe werden wir es nie schaffen, sie wieder zu befreien. Wir hoffen auf euch. Bitte meldet euch bald, Toadsworth. So ungefähr scheint es in diesem Brief. Nun, du warst nicht da, aber irgendwann musst du den Leuten doch helfen. Also habe ich mich auf den Weg in dieses Biskuit-Königreich gemacht. Ich habe mir nur noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte. Damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wieder heimkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toadsworth erklärt mir erstmal die Lage. Der Goomba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo er sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Jedenfalls sagt das der Hofastrologe, was? Der Wunderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen und seine Teile sind in alle 7 Windrichtungen verstreut. Seit sie vor Äonen verflucht wurden, warten sie auf ihren Finder. Jedes Teil des Wunderkompasses zeigt auf eines der anderen Teile. Und eines dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen. Er wird mich führen. Wo sollte ich also die Prinzessin Eclair finden? Also bringt Toadsworth das Diadem zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten. Und weit im Süden, da erstrahlt der Feuerberg, der gefährliche Vulkan mitten im Puddingmassiv. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Was für ein Abenteuer, der Weg dorthin ist sicher voller Gefahren. Aber ich muss Eclair retten. Oh, du bist ja fertig. Soll ich noch was erzählen? Ist okay, Luigi. Spreng mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Du bist schon fertig, oder was? Aber deine Story klingt sehr wie unsere, wenn ich ehrlich sein soll. Gehen wir jetzt sofort wieder weiter, oder? Wisst ihr was? Ich möchte mich noch ein bisschen hier umschauen, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht noch etwas finden können. Deshalb schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Neues bewirken können vielleicht. Vielleicht hier hinten? Vielleicht verändert sich ja was? Mir fällt gerade ein, vielleicht hat die Frau ja endlich ihre Kontaktlinsen gefunden. Das ist einfach so ein richtiger Pokémon-NPC. Gab's ja in Gen 3. Ja, ich habe mir Kontaktlinsen verloren, du kannst ja nicht lang. Ja, wer bist du denn? Hallo, ich bin Händler. Ich habe hier irgendwann gebrannt neue Waren im Angebot. Oh, der verkauft Ohren für sehr viel Geld. Und auch einen Pilz, der eigentlich 1 Cent wert ist, den er für 2 verkauft. Wucher! Kriechspur. Außerhalb des Kampfes werden Marios Schritte sehr langsam. Was? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich will. Wie soll ich Mario langsamer machen wollen? Verstehe ich nicht. Cool bleiben. Zeigt das Timing für das Trickkommando an. Das war aber beim Original auch schon immer da. Also, ich sag immer Original. Ich meine den ersten Teil, sorry. Ja, also für die Leute, die Probleme haben mit dem Kommando und nicht wissen, wann sie drücken sollen. Ist das ein geiler Orden, aber den werde ich nicht benutzen. Aber man sieht sogar die OP-Anzahl. Das ist 0, okay. Kampfrausch. Sinkenmaske PF1 erhöht sich seine Angriffskraft um 5. Also genau das gleiche, was wir schon für unsere Partner gefunden haben. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, du willst nichts? Schade. Es ist alles Sonderposten. Gelegentlich wechselt mein Angebot, also schau mal wieder vorbei. Verstanden. Wer ist denn das eigentlich? Das ist Ramschnick, der Rausierer. Er fragt sich, ob er interessante Waren hat. Es ist zwar ein wenig teuer, aber er bietet seltene Items verrückte Orden an. Vielleicht machst du ja ein Schnäppchen? Ja, weiß er nicht so wirklich. Immer noch nicht fertig? Achso, ich soll eine neue holen. Oh. Zur Lohn der Flamme meines Zorns könnte man ein Steak grillen. Okay, entspann dich mal. Ich glaube, dass wir hier Kontaktlinsen kaufen können. Ah, sind immer noch ausverkauft. Naja, blöd. Ah, wie kann ich helfen? Ah, wissen Sie, Kontaktlinsen sind ausverkauft. Was? Du willst eine Kontaktlinse kaufen? Ah, Moment bitte, ich glaube, ich habe noch welche. Oh, haben wir Glück gehabt. Und wie sieht's aus?
Ich bitte um Verzeihung, aber Kontaktlinsen haben wir tatsächlich gar nicht im Vorrat. Ich werde aber umgehend welche bestellen. Bitte komm später wieder. Ja, okay. Schade. Dann? Ich weiß auch nicht. Ich schätze, dann gehen wir einfach in den Untergrund und machen unser Abenteuer weiter. Was anderes fällt mir nämlich im Moment nicht ein, was wir hier tun könnten. Oh. Wir haben eine Mail bekommen. You got mail. Von Toads und Coopers. Sehr geehrter Mario, vielen Dank für deine Bestellung bei Toads & Coopers, die ab sofort in unserem Ladengeschäft zur Abholung bereit ist. In der Hoffnung, dass du diese Mail auch ohne Sehhilfe lesen kannst, verbleiben wir hochachtungsvoll. Toads und Coopers. Achso, weil wir gerade die Dings bestellt haben, okay. Und da ist einfach ein hübsches Bild von Peach noch angehängt. Danke, Computer. Warte mal. Wir haben noch Insignien mittlerweile gefunden. Hey, kannst du was mit denen anfangen? Willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Wir haben noch 3 Stück, oder? Die Angriffskraft des Betreffenden erhöht sich und erlernt eine neue Technik, das kennst du ja. Also, wem willst du upgraden? Multikopfnuss ist exakt das gleiche wie Gumbario oder Panzerschild. Oh, das ist neu. Schützt Mario vor Attacken. Ich würde tatsächlich sagen, da wir Gumbrina sowieso meistens draußen haben müssen zum Scannen, würde ich erstmal sie upgraden, weil, naja, Panzerschild klingt jetzt nicht so ansprechend, vor allem, weil wir bisher gar keine Probleme hatten mit Leben. Weil, gefühlt hat sich ja unser Leben verdoppelt in diesem Spiel, weil unser Partner auch einstecken kann, was ich halt krass finde. Also ich würde sagen, Gumbrina. Ja, 3 Insignien gehen wir davon aus. Rangus, auf Fuß! Auf Fuß! Yeah! Yippie! Willst du auch jemanden anderen erhöhen? Ich hab nichts mehr. Ah, oh, dann nicht. Okay. Der Multikopfnuss also. Sehr, sehr schick. Da bin ich gespannt. So, der Typ wollte uns ja nicht durchlassen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob wir jetzt schon gegen ihn kämpfen sollen, weil mein, also Geld bezahlen will ich auf jeden Fall nicht. Hey, 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 wenn du durch willst, musst du 10 Münzen zahlen. Ja, oder wir kämpfen. Sollen wir kämpfen? Ich sollte vielleicht erstmal abspeichern. Ich tu mal kurz einen Speicherblock, der müsste eigentlich hier hinten irgendwo sein, oder? War hier nicht einer? Vielleicht hier am Anfang? Ja, doch, hier ist einer. Wisst ihr was? Ich möchte versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Also die 10 Groschen, hallo? Wenn mir 6 Cent schon zu viel sind fürs Heilen, 10 Münzen einfach nur von links nach rechts zu kommen? Nein, Kollege, das mache ich nicht mit dir. Da spürst du die Macht meines Hammers. Also komm her, Kollege. Hey, du willst also kämpfen? Was? Erstmal mit Gewalt durch? Ich werde dir einen Denkzettel verpassen. Das werden wir ja sehen. Na komm, Gumbrina, erzähl mir mal was über ihn. So schwer kann er doch nicht sein, dieser Kampf, oder? Was kann der schon ausrichten? Das ist Lanzo, der Wächter. Ein fieser Typ, der Wegzoll an diesem Tor kassiert. 20 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Sieht wirklich stark aus. Und noch etwas, wenn du springst, könnte Lanzo dich verletzen. Schiebt er hier wirklich das ganze Jahr lang Wache? Ziemlich eifriger Wächter. Du meinst, er ist stärker als der Boss von vorhin, der Drache? Okay, was haben wir eigentlich für eine neue Fähigkeit? Maxi Beben. Lässt den Boden erzittern. Schadet allen Gegnern. Das will ich ausprobieren. Tu im Richtung mit A. Okay. Woohoo! Bam. 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 Weiter geht's. Nein! Aber er hätte ihn immer größer machen können damit. Ah. 2 Schaden. Aua! Hey! Schaut mal, jetzt wo wir Gumbrina geupgradet haben, hat sie auch 20 Leben. Krass, haben wir insgesamt 40 Leben. Das ist Anfang des Spiels. Richtig krass. Ich versuche mal den Kopfnuss, ob das Schaden macht. Nee, wegen dem Speer, der zeigt nach oben. Okay. Na gut, dann werden wir den Hammer machen. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer! Er hat keine Verteidigung, aber er wirkt so. Oh,
Er macht schon gut Damage. Ja gut, sie kann da nicht wirklich was hier anrichten in diesem Kampf, ne? Eigentlich wechsle ich dann, glaube ich, lieber zu Kopio. Es sei denn, ich mal eine Scheunlage. Hi! Die Scheige ist wow, wow, wow. Sehr gut. Bleib. So, er schmeißt wieder seinen Speer. Habe ich recht? Ja. Nee, ich glaube, wir wechseln jetzt mal. Ich möchte nächste Runde angreifen mit ihm. Damit der Kampf hier schneller vorbeigeht. Außerdem hat Gumbrin ihre eigenen KP als Kopio. Das ist ja richtig OP. Ich bin einfach zu stark in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Hä? Joink. Ey! Sag mal, geht's noch? Idiot! Der will mir irgendwas auf mich raufwerfen. Hab das gesehen? Irgendein Beute. Dem konnte ich auf jeden Fall nicht vertrauen. Bam. Oh, ba-ba-da-bam, ba-ba-da-bam. Yeah, das hat ihm gefallen. Und noch ein Hit. Immer zwei Damage machen wir. Komm, ja. Aua, voll auf den Bauch. Ich mag übrigens den Style von Kupio. Alleine vom Aussehen sieht er ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, wie man diese Zeitpunkte macht. Vorhin habe ich es geschafft, aber jetzt habe ich so hin und her gespammt. Hat es nicht gegelten. Okay, aber so schwer ist der Kampf gar nicht. Und das war's schon. Jetzt einmal den Hammer. Und du gibst auf! Lass uns durch! Jetzt keine 10 Münzen. Und die 20 XP, die nehme ich gerne an mich. Kein Ding. Nehme ich dir gerne ab. Verdammt, nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Ja. Nur deswegen denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen. Na sorry, wir sind hier nicht Undertale. Und der Dieb. Das ist Revier der Bande von Moluski, dem Räuber. Was auch immer du hier willst, es wird nicht einfach sein, Moluski zu treffen. Ist das so? Okay. Aufmachen, Polizei! Ja, hat nicht geklappt, schade. Was haben wir hier? Gumbrina, wo sind wir hier? Das ist Lanfomaus, der famose Infomauserich. Er hat eine Menge Infos, ein Gespür fürs Geschäftliche. Wenn du bei einem Auftrag der Jobagentur nicht weiterkommst, hat er bestimmt einen Tipp im Petto, aber sein Tipp hat seinen Preis, also frag ihn nur, wenn es wirklich nötig ist. Furchtbar, diese Schlauberger, oder? Schlauberger. Hey, hey, ich bin Ian von Maus, die famose Ian von Maus. Ich habe alle Informationen, die man braucht. Wenn du Probleme anderer hast, helfe ich dir gerne, aber nur für Münzen, verstehst du, oder? Du hast derzeit keinen Auftrag angenommen, also brauchst du meine Hilfe nicht, verstehst du? Komm wieder, wenn du dir einen Auftrag an der Tafel abgeholt hast, aber bloß nicht davor. Hallo, du bist zum ersten Mal in der Jobagentur, oder? Ich erkläre dir mal, wie das hier funktioniert, also hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? So wie in Pokémon Mystery Dungeon, aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probierst du einfach gleich mal. Rodingen, was sind eine verrufende Gegend voller Gefahren? Chef ist wohl ein gewisser Moluski. Er kommandiert die hiesigen Ganoven herum. Außerdem findest du hier Merlon. Er kann die Ränge deiner Mischreiter erhöhen. Aber das wissen wir ja schon. Ich als Nicht-Ganoven würde mich jedenfalls nicht allein hier trauen. Ich helfe doch gerne. Okay, wow. Hier gibt es noch einiges an Content. Suche Schlüssel. Mein Name ist Ranzo. Mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Der Schlüssel muss irgendwo in Rohlingen sein. Könnte jemand für mich suchen? Ich warte vor dem letzten Haus in Ostend. Nein, nicht annehmen. Ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt machen? Ich glaube, es wäre besser, die Aufträge jetzt zu machen, bevor wir zu Kapitel 2 aufbrechen. Dieses Osten ist ein ziemlich gefährliches Viertel. Mit den Kerlen, die hier leben, ist nicht zu spaßen, Mann. Wer kein Geld hat, muss eben sehen, wie er sich durchschlägt. Verstehe. Kommen wir nicht durch? So, ich wollte da eigentlich hochspringen. Das ist so aufgebaut, jetzt kann man drüber springen, aber lässt mich nicht durch. Na gut, ich probiere mal einen Auftrag.
Trick den obersten sollte doch der einfachste sein, oder? Wir sollen einfach nur einen Schlüssel finden. Ja, nehmen wir mal an. Mhm. Also dann gib dir Mühe. Okay, wo wartet er? Hier? Oder hier? Ach, hier. Hast du meine Nachfrage angenommen? Also dann, geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hier hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordenshop verloren. Okay. Aber warum standst du dann vorher nicht da? Na, egal. Vorm Ordenshop. Hier gibt es einen Ordenshop? Was ist denn hier ein Ordenshop? Ich finde es so lustig, dass sie in dieser Paper Mario Welt es keine, keine Straßennummern gibt. So, hier ist das Haus Nummer 12 oder so. Sondern alle Häuser haben einfach so ein Symbol, was es ist. Das finde ich sehr lustig. Aber ein Ordenshop? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Oder ist er hier der Ordenshop? Er könnte es vielleicht sein. Aber ich weiß nicht, wo ich denn hier was finden soll. Hier beim Strick. Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Wo soll denn dein Schlüssel bitte sein? Da oben ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie ich daran kommen soll. Der Drache Logan aus dem Feuerteil ist von einem mutigen Helden besiegt worden. Sudelecke. Auf der Suche nach Orden ist mir in Logans Burg ein süßer, wertiger Kerl begegnet. Eine liebische Herzensbrecherin. Hm, ja, wer das wohl war. Das glaube ich offensichtlich. Hey, warte mal, die haben jetzt die Kontaktlinsen. Herzlich willkommen, du bist im ersten Mal im Laden, also soll ich dir erstmal die Rabattpunkte erklären. Für jedes Item, das du in einem Laden kaufst, erhältst du einen Rabattpunkt. Insgesamt bis zu 300 kannst du bekommen. Die Rabattpunkte kannst du gegen Prämien austauschen, zum Beispiel seltene Items. In dem Laden findest du eine Tafel, auf der die Prämien verzeichnet sind. So viel dazu, soll ich es dir nochmal erklären? Wieso nochmal erklären? Ich hab's doch verstanden. Alles so erklärt ist, Mann. Die ist 10 Münzen, die Kontaktlinse. Ja, ich kauf sie. Danke, Mann. Ich will jetzt aber wissen, was sind für Prämien denn? Aha. Okay, ah, ja. Okay, ich dachte eigentlich, dass dieses Schild nur dafür ist, zu zeigen oder bisschen zu sagen, was es alles so im Sortiment manchmal gibt. Aber nee, das sind die Items, die man bekommen kann. Heißt das, ich soll 300 Mal einkaufen für den Goldschatz? Okay. Das werde ich, glaube ich, irgendwann viel, viel später machen. Aber hey, wir haben eine Kontaktlinse. Das müsste ja heißen, dass wir jetzt hier durch können. Hast du mir eine Kontaktlinse gebracht? Klar doch, hier. Eine einzige, wie du wolltest. Nicht zwei Stück. Ah, meine Kontaktlinse. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Siehst aber nicht glücklich aus. Und von jetzt an werde ich gut aufpassen. Das würde ich doch hoffen. Aber hey, du bist doch Omelette, oder? Und vielleicht bist du mit dir verwandt? Jedenfalls kannst du kochen. Ach, du bist es. Mein Name ist Rakelty. Ich liebe kochen. Ja, okay, sie ist verwandt mit Omelette. Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, koche ich dir etwas Leckeres. Soll ich dir etwas zubereiten? Wir haben richtig viele Items. Ah ja? Kannst du einen Pilz mit der Feuerbube kombinieren? Das wäre krass. Also nur einen Pilz kochen? Ja. Ich glaube, kombinieren geht erst später. Ich werde was Geiles machen. Bam, bam, bam. Schon fertig. Ich hoffe, es schmeckt dir. Bitte. Wow, Pilzpfanne. 6 KP und 2 BP stellt es wieder her. Rakelty, also Raclette. Ja, okay, verstehe. Soll ich noch was kochen? Nee, passt schon. Danke. Ach, du willst doch nicht? Nein, komm mal später wieder. Das werde ich. Ich hoffe, ihr kommt auch später wieder. Wenn wir hier uns weiter umschauen bei Paper Mario The Thousand Year Door. Oh mein Gott, wie sieht denn diese Gegend hier aus? Ich lass mich spoilern, ich muss hier weg. Das sparen wir uns natürlich fürs nächste Mal auf. Ist ja klar.